Ich bin echt voll begeistert. Hi ho und willkommen zu meinem Video. Und ja, ich weiß, ich habe euch gesagt, ich nehme euch beim Zimmerprojekt mit. Allerdings muss ich euch jetzt ein Aber sagen. Aber es ist mein Schutzraum. Das fällt mir jetzt erst so langsam, je mehr es dazu wird, auf. Und ja, es wird jetzt irgendwie, ich werde euch jetzt noch so oft ich kann mitnehmen, weil wir sind jetzt gerade hier drin. Ey, ich liebe dieses Zimmer. Ich bin echt, also ich liebe diesen Schrank. Der riecht so wunderbar nach Zirbe. Ich liebe mein Regal. Ich liebe, wie es hier aussieht. Und ich liebe auch den Sessel. Ich habe mir jetzt vor kurzem beim Bettenlager noch so ein Kissen geholt, damit es einfach hier noch so voll bequemer wird. Und ja, hier habe ich neben mir habe ich so einen, wie nennt man das? Mama? Ja? Wie nennt man diese Dinger, die man neben das Bett stellt, wo man... wo man Sachen reintun kann. Schrank. Nee. Nachttisch. Hier habe ich einen Nachttisch. Es tut mir leid, wir sind jetzt schon wieder in dem Modus, wo ich erst seit 5 Minuten, wirklich 5 Minuten, wieder halbwegs normal reden kann. Und mein Kopf ist immer noch so. Und ja, aber ich muss jetzt die Videos zurzeit immer aufnehmen, sobald ich nur 5 Minuten reden kann, weil leider Gottes haben wir sehr viele Idioten hier in der Gegend und die ballern die ganze Zeit und irgendwie überlastet es mein Hirn. Naja, und dann muss ich eben immer gucken, dass ich dann, wenn ich reden kann, sofort Videos aufnehme. Meine Haare sind übrigens länger geworden, also die sind jetzt inzwischen ungefähr länger als meine Hand. Also die sind das auch so ein Ding. Die mit denen die ganze Zeit zu spielen, nicht zu spielen, ist echt die Herausforderung. Man kann das tolles Zeug machen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so lange Haare, deswegen für mich ist das noch total neu und spannend. Ja, auf jeden Fall habe ich hier so einen Nachttisch und hier habe ich noch so ein Plüschtierchen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den hin tue. Ich darf den auf jeden Fall nicht in Leos Nähe tun, weil der findet das dann gar nicht lustig. Hier haben wir so ein Hörnchen. Okay. Mama? Ja? Wenn du einen Moment für mich hast, würde ich dich gern was fragen. Ich bin zwar hier mitten im Dreh, aber da ich ja zeittechnisch Probleme habe, müssen wir das halt vielleicht... Ja, was das denn? Hörnchen ist grauenhaft. Was ist schauenhaft? Das Hörnchen hier. Dann musst du es ja benutzen. Ja, aber wenn du das haben möchtest, probier's ja, mal. Ja, Dreh. Mama, der Rahmen, wo ich drehe, ist... Ich denke, du willst mir was fragen zum ja. Dreh. Das gibt's halt her. Probier mal. Wie findest du das? Liegt das jetzt an mir oder ist das eigentlich... Also ich finde, das hat keinen Halt. Komisch. Naja, auf jeden Fall, dann habt ihr hier noch so eine schöne Kuscheldecke. Ich nehme es mit nach. Die ist dann, wenn ich hier zum Beispiel auf diesem Stuhl sitze, dann kann ich mich ein bisschen zudecken. Ist ja auch toll. So, ich drehe ein Video und verdecke mich selber. So nach dem Motto. Hm, da habe ich hier schön kuschelig weich. Und ja. Habe ich da noch so einen Kissenbezug für ein Kissen und ein paar Söckchen. Aber die Söckchen werde ich wahrscheinlich nie tragen. Und ja. Gut. Seit ungefähr 2-3 Tagen ist mein Vorhang da. Das ist mein Vorhang. Der ist sowas von mega. Ich liebe ihn. Ich fand es einfach wunderschön, so diese Sterne und so. Und meine Mom hat so zu mir gemeint, ich könnte ja kein Grau nehmen, weil Grau wäre so deprimierend und dunkel und Aber das Ding ist, mein Teppich ist grau. Und wenn ich da jetzt irgendeine andere Farbe genommen hätte, sähe das dappig aus, ehrlich gesagt. Also jetzt so zum Beispiel, wenn ich, und mit dem Rosa auch, weil ich habe ja rosa Wände und das hätte dann, und mit dem Holzfarben und so. Aber jetzt, wo ich hier gerade so dieses Bild sehe, muss ich sagen, ich bin begeistert von dieser Kombi.
Wisst ihr was? Ich muss mal ganz kurz, es geht nämlich bei meinem Handy, ich muss mal kurz was probieren. Ach, wisst ihr was? Ich meine, es gibt da die Funktion, dass ich da noch eine Tastatur mit verbinden kann, so ein Dinger zum Klicker und dann kann ich Fotos machen. Und das wäre doch jetzt die Chance, ein nettes Foto für die Familie zu machen, damit die mal wieder wie geht's Elena-Foto haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fühle mich in diesem Zimmer, also ich muss zugeben, als ich angefangen habe hier zu bauen und als dann so die Wände runter waren, da war ich echt schockiert, da war sehr Rohbau und sah es aus wie, oder habe ich mir echt so gedacht, ob ich mich in diesem Zimmer jemals wohlfühlen können würde. Dann kam der Einbauschrank und ich fand ihn wunderschön und ich fand es auch toll. Aber ich habe immer noch mir die Frage gestellt, werde ich mich jemals in diesem Zimmer wohlfühlen können oder ist das so eine Geschichte? Ja, und dann kam das Regal und das war immer noch so der Punkt, wo ich gedacht habe, weiß nicht. Und dann haben meine Mom und ich so um Silvester rum den ersten Teppich verlegt. Und ich muss zugeben, ab dem Punkt war es wirklich so, wo ich mir gedacht habe, es wird immer heimeliger und immer schöner. Und ja, und dann war auch schon die erste Sache, die jetzt wirklich da, wo sie jetzt steht, auch stehen bleibt, zu stehen kommt. Und mir fällt gerade was auf. Oh, das wäre. Nee, ich finde das doof. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch was verschiebe, aber wenn ich das verschiebe, habe ich zwar dann den Platz, den ich bräuchte für meine Kiste, allerdings komme ich dann nicht mehr so gut an die Bettsachen ran. Also lasse ich es genauso, wie es jetzt gerade ist. Gut. Aber auf jeden Fall haben wir da dann das gemacht und ja. Und es ist immer noch echt extrem viel Chaos in diesem Zimmer, aber. Es wird von Mal zu Mal mehr zu meinem Zimmer und ich finde, es riecht so gut. Es riecht nach Holz und es riecht nach uns und es riecht einfach nach zu Hause langsam und es ist wirklich wundervoll. Ja, eigentlich doof, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Also hier, genau so in diese Gegend, kommt dann mein Schreibtisch. Weil wenn ich den nicht dahin stelle, kriege ich ein Problem mit Leo. Langsam, es ist einfach eine Tatsache, dass ich im Moment ein kleines Problem damit habe, wo stelle ich Leo hin, weil da platztechnisch, ja, wenn ich den Schreibtisch so stelle, passt Leo gar nicht hin. Wenn ich den Schreibtisch so stelle, habe ich hier dieses Kuscheleck nicht mehr. Ja, ist gerade noch so eine. Also, wo der Schreibtisch hinkommt, ist gerade im Moment so ein Rätselding. Weil so geht es auch nicht, weil da ist er zu lange dafür, glaube ich zumindest. Ja, naja, aber ich werde da eine Lösung finden und da werde ich mit meiner Mom dann drüber reden und ich werde auch mit Leo drüber reden müssen, weil er ist ja der, der dann am Ende da, wo auch immer, hinkommt. Und ja. Gut, ich werde euch jetzt gleich mal ein kleines Update, wie das Zimmer jetzt aussieht, drehen. Und ja, das ist dann wahrscheinlich das Vorletzte, weil wenn es dann wirklich so weit ist, dass also meine komplette Elektronik hier drin ist, dann ist es ja dann mein Schutzraum, mein Refugium. Und da will ich ehrlich gesagt dann nicht unbedingt, dass da so viel drüber bekannt ist. Tja, gut. Also, solange das Chaos noch herrscht, zeige ich euch alles mit der Freude. Gut, das war alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es so bei euch ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.richtig@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.